Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zu Hause üben möchtest, dass du deine Praxis ein bisschen vertiefen möchtest und ich möchte dich gerne ein bisschen dabei unterstützen, damit du deine Gelenke schonst, wirklich auch die Muskeln anspannst, die du anspannen brauchst und auch nur in dem Maß, in dem es nötig ist und dass du auch eine Anleitung bekommst, wo du loslassen kannst. Von daher freue ich mich, dass du hier bist und wir üben heute den Krieger. Der Krieger, der ein Selbstbewusstsein hat, eine Ruhe hat, der ganz fokussiert ist, eine klare, wache Ruhe ausstrahlt, eine Würde ausstrahlt. In der Bibel heißt es, wir sind Königskinder. Wir haben diese Würde. Wir dürfen aufgerichtet durchs Leben gehen. Nicht, weil wir so besonders gut sind, sondern weil uns diese Identität zugesprochen wird. Und eine aufrechte Haltung fördert, dass alle Organe gut belüftet werden, weil die Lunge kann sich ausbreiten, du kannst tief ein- und ausatmen. Alle Organe werden gut durchblutet, weil deine Muskulatur gestärkt wird, aktiviert wird und du wirst über eine aktivierte Muskulatur auch mehr Sauerstoff umsetzen. Also das Ganze dient zu deinem Wohlbefinden und zu deiner Aufrichtung. Und dann starten wir gleich. Du kommst, so wie ich, quer auf deine Matte. Achte darauf, dass die Matte so liegt, dass du genug Platz hast. Und dann stellst du dich ein bisschen mehr als schulterbreit hin. Du stellst dich so hin, dass die Füße parallel sind zum Mattenrand und deine Knie leicht locker sind. Und dann ziehst du deine Bauchdecke ein bisschen nach innen oben. Das heißt, du hast eine aktive Bauchdecke und das Becken schiebst du leicht nach vorne. Nicht komplett, sondern nur leicht. Die Knie sind locker. Deine Arme sind locker und dann kreis einmal zum Lockern deine Schultern groß nach hinten. Genau. Und dann heb die Schultern zu den Ohren nach oben und ausatmend lasse sie sinken. Einatmend anheben und ausatmend lösen. Super. Diese Ruheposition, die Schultern unten, die Schulterblätter an der Rückseite sinken so in die Hosentaschen da hinten. Das ist eine super Position für deine Schultern. Egal was wir jetzt machen, die Schultern bleiben unten. Und jetzt öffnest du den rechten Fuß. Du drehst den rechten Fuß um 90 Grad, sodass er jetzt längs parallel ist zu den langen Rändern deiner Matte. Und dann geh hier ins Knie. Auf der rechten Seite gehst du ins Knie und du spürst den Fuß mit der Ferse, den Außenkanten, den Zehenballen. Und die Zehen sind locker. Du drückst die Fersenballen gut und die Zehenballen gut in die Erde. Und jetzt richte dein Knie so, dass wenn du auf dein Knie schaust, dass du dann noch die große Zehe siehst. Also das Knie nicht nach außen sinken lassen, nicht nach hinten sinken lassen, sondern der Fuß ist gut aufgestützt, so flach wie möglich, Fußgewölbe schön aufgerichtet und du siehst die große Zehe. Und jetzt kannst du mit dem linken Fuß oder dem linken Bein vielleicht noch einen größeren Schritt nach außen machen. Genau, und halte diese Position. Wieder die Bauchdecke leicht anspannen, dann trainierst du gleich auch deine Bauchmuskulatur. Deine Schultern sind über der Hüfte und dann streckst du die Arme aus. Erinnere dich, die Schultern ruhen auf dem Oberkörper und dann drehe dich nach rechts, schaue nach rechts. Genau, die Hüfte ist weit offen. Korrigiere noch einmal dein rechtes Knie, geh noch ein bisschen tiefer. Du siehst immer noch die große Zeh und dann hebst du die rechte Hand nach oben an. Immer noch die Schultern entspannt auf dem Oberkörper. Guck über die Fingerspitzen und jetzt schiebst du die linke Ferse gut in die Erde hinein. Ja, streck dieses hintere Bein und dann bleibe hier. Atme tief ein, tief aus. Spüre deine Aufrichtung
Und du wirst wahrscheinlich auch deine Muskulatur spüren im rechten Oberschenkel. Bleib hier noch für 2 Atemzüge. Aufrecht und würdevoll, ruhig und fokussiert, ganz klar und wach im Hier und im Jetzt. Und dann senk die Arme wieder ab, streck dieses rechte Bein durch, schließe den Fuß und jetzt öffnest du den linken Fuß, sodass er längs parallel zu den langen Mattenrändern kommt. Du gehst tief ins Knie, sodass du hier auch wieder die große Zehe siehst. Du schiebst die rechte Ferse gut in die Erde und dann streck die Arme wieder aus, tiefe Schultern, hebe die Hand nach oben, schau über die Fingerspitzen. Tiefe Atmung. Tief ein, tief ausatmen. Schieb beide Fersen gut in die Erde. Vertiefe nochmals deinen Stand, also dass du gehst noch mehr ins Knie. Ein bisschen tiefer ins Knie. Entspannte Schultern. Ganz klar und fokussiert. Tief ein- und ausatmen. Die Bauchdecke hat eine leichte Spannung. Und dann senk die Hand wieder ab. Streck das Bein durch. Schließe den Fuß. Schließe deine Beine leicht und kreise deine Schultern. Genau, und dann schlackere mal deine Beine aus. Und dann gehen wir nochmal in den Krieger und ich zeige dir noch einen Übergang in einen anderen, in eine andere Kriegerposition. Du stehst wieder mehr als schulterbreit, du hast lockere Knie, rechts den Fuß wieder öffnen, geh hier ins Knie. Das Knie ist so, dass du die große rechte Zehe nochmal siehst. Du streckst die Arme aus, hebe die rechte Hand an, schau über die Fingerspitzen. Aktiviere wieder die Bauchdecke, tief ein- und ausatmen. Genau. Und jetzt beschreibt die linke Hand einen Halbkreis. Beide Arme kommen zueinander und das linke Bein drehst du so, dass du jetzt auf den Zehen stehst. Genau, jetzt musst du ein bisschen das Gleichgewicht suchen und finden. Das vordere Knie wieder tief in einen rechten Winkel beugen. Du siehst immer noch die rechte große Zehe. Genau, wackeln ist erlaubt. Du wirst das Gleichgewicht finden. Und die linke Ferse schiebt nach hinten zur gegenüberliegenden Wand. Genau, das aktiviert deine Koordination aller deiner Oberkörpermuskeln. Von daher bleibe hier und wenn du dich sicher fühlst, hebst du den Blick noch zur Decke nach oben. Super. Wunderbar. Tief ein- und ausatmen noch 2-mal. Genau. Und dann zur Entspannung bringe die Hände neben den rechten Fuß. Komme mit mir in den Hund. Die Fersen hinten absenken, lange Arme, tief ein- und ausatmen. Und dann bringst du den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Stelle hinten die Zehen, also den rechten Fuß aufstellen. Richte dich einatmend auf, falte die Hände vor dem Brustkorb, streck die Arme aus. Tiefe Schultern. Tief ein- und ausatmen. Genau. Schaue über die Fingerspitzen. Das linke Knie ist im rechten Winkel und du siehst noch die große Zehe. Und jetzt beschreib die rechte Hand einen Halbkreis. Hebe beide Arme nach vorne. Auch ich suche das Gleichgewicht. Streck das rechte Bein nach hinten aus. Schieb die Ferse in Richtung Wand. Genau. Und jetzt schaue nach oben. Aktiver Bauch, tiefe Schultern. Und jetzt bleibe hier. Für 3 Atemzüge hier noch bleiben. Wenn du nicht nach oben schauen kannst, schaust du nach vorne. Genau. Tief ein, tief ausatmen.
Und dann komme aus, atme wieder nach unten. Gehe zurück in den Hund. Das entspannt deinen unteren Rückenkopf hängen lassen. Tiefe Fersen. Beuge deine Knie. Setze dich auf die Fersen. Nimm 2, 3 tiefe Atemzüge hier. Und dann richte dich einatmend auf und bedanke mich fürs Mitmachen. Wenn dir das gefallen hat, dann schenk mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Namaste.